Und hier heißen euch Stardust 39 und Red Demon 2, ja? Wieder willkommen zu Heroes of Might and Magic 3. Du in the Bank of Gods. Genau, und ja, wir waren hier stehen geblieben, nachdem wir sehr, sehr viel erklärt haben. Sehr, sehr, sehr viel. Sehr, 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 sehr viel. Vielleicht zu viel. Ach was. Und ja, wir spielen jetzt mal einfach. Gut. Oh, da war Holz versteckt. Holz, Holz, ich hatte ziemlich voll Holz vor der Hütte. Ja, und wir waren stehen geblieben, jetzt einfach ein bisschen beim Spielen. Und deswegen... Scheiße. Ja, also sowieso, das ist ja klar. Nur viel left. Ich meine hier, du bist im Schnee und in deiner Stadt ist Wasser. Ja, irgendwie schon, gell? So. Ah, du hast gute Moral jetzt. Nee, ich hab Glück bekommen. Du hast Glück? Keine Moral? Nein. Oh mein Gott, die haben Zentauren. Gut, und damit ist ready zu. Richtig, wir werden euch jetzt nur noch Sachen erklären, wenn sie wichtig sind. Wir wollen euch ja eure... Du Penny! Wir wollen ja euren Entdeckergeist nicht... Was ist das da, Willchen? Uff, Retin ist mal wieder so eine scheiß lahmarschige Transe. Ja, und Reddy hätte fast seine... oder hat seine Holzmine vergessen. Oh mein! Ah, Captain Red! Hobbit nach vorne, meine kleinen Kröten. Jetzt habe ich nur noch 3 Bogenschützen. Die hattest du davor auch schon 3. Na schön. Und hier kommt Schellenland. Schellenland. Nein, wie gesagt, also wir werden nur noch das Nötigste erklären. Das Nötigste. Keine Zauberpunkte übrig. Prügelt euch. Und ja, weil wir haben jetzt sehr viel erklärt. Wir haben das ganze Spiel eigentlich schon fast erklärt. Fast. Deswegen müssen wir hier echt nicht mehr so viel, denke ich, erklären. Oh mein Gott, meine ganzen Nymphs werden sterben. Ja. Los, Schellenland. Okay, Captain Red. Schellenland. Red. Die sterben sind ja nicht sowas von wurscht. Na, eigentlich nicht gut, weil die verkaufen halt Leichen. Das ist fast wurscht. Aber wie ihm egal wollte. So, er hat sein Holz geholt. Jetzt will er erstmal wieder ein bisschen was. Wie sagt man? Mana regenerieren lassen. Ich hab den Rumschissen. Ja. Lass mir dich noch ein bisschen drinnen. Gebaut hab ich. Was hab ich eigentlich noch für Dödel in meinem, in meiner Tabelle? Gott. Ich vermisse aber da noch jemanden. Mit den Eichen? Nein. Aber noch nie etwa. Nein. Oh. Captain Crab! Oh Gott, das stimmt ja. Es gab ja noch Captain Crab! Ich glaube, der ist sogar so. Nein, wir haben ihn Crack Hack hieß er. Aber wir haben ihn Captain Crack genannt. Yeah. So, meine Balliste killt ein paar Einheiten. Oh mein Gott, du hast keine Chance gegen diese 18 Zentauren, die sehen so übermächtig aus. Wieso sind sie nicht auf meiner Seite? Keine Ahnung. Hat das was mit ihr gemacht? Gut, dann mal vorwärts mit euch. Kommt Jungs, traut euch! Ach, irgendwie trauen sich diese Zentauren nicht. Aus einem einfachen Grund. Sie sind tot. Stimmt, ja, jetzt können sie sich nicht mehr trauen, das stimmt. Und wir kriegen eine Death dazu. Nehmen uns das noch. Oh. Und was hast du eigentlich so in den letzten Tagen getrieben, Stardust Moon? Was habe ich denn so in den letzten Tagen getrieben? Nicht viel eigentlich. Nichts Besonderes, wenn wir so haben will eigentlich. Ich habe auch nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgenommen, aber ich bin noch nicht zum Hochladen gekommen. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt hoffen wir mal, dass das nachher mit Conker jetzt endlich funktioniert, nachdem es nicht funktioniert hat. So, wir gehen hier in die Verteidigung. Mehr macht keinen Sinn, außer der da. Der wird eben gemacht. Der wird prügeln! Euch fertig. Na, wieso wollen die auf die Elementare los? Keine Ahnung. Ärgert mich ein bisschen so. Und ich denke, das war's dann mit dem Kampf. Der Affinity! Ne, also wie gesagt, auch Sonic Riders und so weiter ein bisschen aufgenommen. Weißt du, bloß eben noch nicht dazu gekommen, hier hochzuladen. Großartig hochzuladen und zu rendern. Also gerendert ist auch noch nicht alles. Und ja, von daher keine Ahnung. Wie sieht's bei dir denn so aus? Ja, gut, dass du fragst! Nein, das ist ja ein Zufall, dass ich das frage. Das war jetzt so, boah. Ja, du weißt, ich. Oh, ist ein. Schade. Gold. 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 Der ist jetzt ja mit so ein paar Vollidioten. Ja, ich baue mir jetzt aus meinem Homestead, weil dann bekomme ich meine. Bogenschützen, bevor ich mir noch ein Kapitol hole. Und heute der letzte Tag. Nee, ich möchte nichts machen. Tag 7 ist, wir warte, ja. Ja, jetzt habe ich 10 Wutelfs. Ich glaube, ich tune das Ganze mal.
Weißt du, ich mach sowas erst, wenn ich ein Kapitol hab. Ja, was habe ich die letzten Tage so getrieben? Ja, die Arbeit hat mich auf Trab gehalten. Ich habe wieder das CCP-87B gespielt, was, wobei ich wieder beim... Ja, ich weiß, das Video wird nicht hochgeladen. Ich meine, aber ja, mich sollte man wirklich nicht so sehen. Denn mich sollte man kennen als der verrückte, doofe Red und nicht wieder ein paar schon in panisch geratene Red. Ha, wie gesagt, ich habe das Video, aber ich werde es nicht hochladen. Aber jetzt wollten es die Leute... Oh, Crystal Caverns. Für die, wo sich fragen, hier kann man Kristallfachen frequentieren. Aber erst, wenn man sie besiegt hat. Das stimmt. Was wollte ich sagen? Genau, ja, was habe ich denn noch gemacht? Ich war heute in der Schule. Vor dem letzten Tag in der Schule, nachdem man das Video hochgeladen wird. Da habe meine erste Arbeit zurückbekommen. Nicht schlecht, eigentlich für einen Dödel wie mich. Eine 2,5 und mündlich eine 2,2. Also ich muss sagen, ich bin geil. Ich habe 16 Stück, das ist schon viel, wenn man so überlegt. Und sogar noch Gold abkassiert. Kann sich sehen lassen. Ich will jetzt einfach rein. So, was soll ich jetzt sagen? Windmühle, Harpchen kaputt machen, was soll das? Jo. Ja, ich muss eigentlich sagen, ich bin ganz zufrieden mit meiner Note. Ich mal so eine 2,5 und eine 2, fick dich. Jetzt hast du kein Geld mehr für den Castle. Oh, schade. Das, was ich mir gedacht habe. Braucht da jemand noch ein Holz? Nächste Runde kannst du den Castle bauen. Warte mal, was kann ich sonst noch bauen? Was ist noch wichtig, Mensch? Oh, warte, natürlich ein Kristallbruder, das ist auch wichtig. Ja, also sonst eigentlich nicht viel. Ein bisschen jetzt mit dir gezockt, ein bisschen zu Hause in Panik geraten, weil ich immer noch nicht mein Advanced-Spiel finde, für die Krise. Ja, dieses Spielchen klappt. Ja, Golden Sun 2, weißt du, ich habe halt voll Bock drauf und ich weiß, dass ich's hab, denn du hast es mir ja geschenkt. Dann ist es wichtig. Ach so, übrigens, für die Visionen hier kann man Blutdrachen rekrutieren. Ach so, das ist ein Teil. Ja, oder wie hießen diese abgegradeten Geister dran? Waren das nicht? Doch, das waren die Blutdrachen, glaube ich. Ah! Ach, okay. Du kriegst sogar Feuerelementare. Cool. Firemans. Ja, genau, Firemans. Und das kriegen wir hier. Ah! Und du hast übrigens Splashwoman im Team. Ja, genau, 2 Splashwomans. So, Capitol Hammer. Also, dann können wir jetzt auch mal anfangen, hier Einheiten zu kaufen. Mhm. Ist mir irgendwie am wichtigsten, erstmal Kapitol zu haben, ich weiß nicht. Ja, ich wollte halt erstmal ein paar Schießeinheiten haben. Ich habe noch keine einzigen Schießeinheiten. Ja, du weißt das. Nicht, weil da könnten Geister. Ja, Geister sind gruselig. Schatz. Und? Ja, geil. Oh, sogar der neutralen Stadt, sieh mal an. Fallen Star. Uff, Retin, was hast du denn eigentlich? Du bist nutzlos. Na, warum? Er ist ein Lootboy. Jo, aber der ist trotzdem nutzlos. Aber Lootboy bleibt. Und? Was haben wir? Harper Hex and you, we are just minding our own business, writing folk music and composing a ballad when we fell through a demonic moon. You know, we were once dendrons, but we were transformed by a half evil vampire lord named Xarfax. Xarfax ist aber eigentlich ein Dämon im Dämonenschloss und nicht ach, was weiß ich. Ja, äußerst interessant, würde ich mal sagen. Ah, du kämpfst gegen Dendroiden. Geh jetzt hinten am Mann. Die sehen aber extrem scheiße aus. Ich weiß, aber die haben... Badong. Ja, die würde ich mal noch am Leben lassen. Für Gold. Weißt du, dann kriegst du noch ein bisschen Gold. Feuer! Volltreffer. So, ihr beschützt die natürlich. Na, ich wüsste's. Oh, stimmt, die haben die hässliche Fähigkeit, ihr kleinen Kameraden. Ja gut, jetzt macht's dann einmal BÄM und die sind... Ah! BÄM. Was? Die leben? Die leben? Nicht mehr. Wo waren wir stehen? Und guck, du kriegst noch ein kleines Stimmchen. Und hier kannst du Spare Power... Hier könnt ihr übrigens entweder ein Knowledge oder ein Spare Power für 1000 Gold kaufen. Ja, ich brauch ein bisschen Knowledge. Aber nur ein bisschen. Da ist noch ein Wind. Ach, du kannst doch so viel da unten aufräumen, müssen wir. When you reach a Harpy Hex, they're dancing around wildly and holding at the scary waterfall, and then from the sun comes a torrent of ritualistic Yaks River. Was zum ist hier Teufel? Ein Wasserfall. Eject das ganze Ding nicht. Jetzt, aber du hast ein offenes Feld, relativ offen, also da. Aha, kann ich jetzt nicht da runterheizen. Nein, nicht meine Nymphs, nein, ich will nicht. Oh, scheiße. Genau, jump mal kurz durch.
Und jetzt Feuer! Feuer! Tot. Und jetzt kommt Schellenland und Wolf! Ja, genau, das wollte ich, das wollte ich. Da bin ich nämlich genug davon, was würde ich denn noch sagen? Dass du es toll findest, dass du keine Sklavwand mehr übrig hast? Ich hab doch wieder. Ah, ne, doch nicht. Upsi. Nur weil du Knowledge kriegst, heißt noch lange nicht, dass sie sich regenerieren. Oh, Zentaurenstelle, sehr gut. Nein, da will ich noch nicht rein. Was gibt's denn neu? Jede Woche kriegt ihr übrigens neue Heroes. Nein, ich will die nicht zerstören. Und ich habe nur Idioten. Stimmt, eigentlich, das haben wir noch gar nicht so überlegt, aber eigentlich könnte man jede Woche eine so ein, zwei Heroes-Parts hochladen, oder? Ja, je nachdem, wie ich halt arbeite. Kessel. Kessel. Ja gut, aber einmal in der Woche treffen reicht, geht ja locker. Jo. Hm, ich überlege gerade, ob ich den auch noch benutze oder nicht. Weiß ich nicht. Ja, tschüss. Am besten erstmal das Geld wegen dem Kapitol sparen und dann. Du weißt, dass ich immer im Geldmangel liege. Ja. Jetzt kaufen wir das dann. Ich würde nicht mehr. Und dann könnte ich mein ganzes Morph. Kann ich eigentlich Morphs verschicken? Ja, ich glaube, das ging irgendwie, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Okay, das sieht ein klein wenig lustig aus. Ich habe mich hier im Helden vertan, sehe ich gerade. Ups. Aber egal, das sollte mich jetzt gar nicht mal so stören, weil ich will was. Kommt mal alle her. Sterben? Warte mal, welches Level ist denn der Commander? Ich glaube Level 1. Ich glaube, der kann. Ne, warte mal, der kann nicht beschwören, stimmt. Nee, der ist noch zu jung. Doch, Level 2 ist er. Das Problem ist, die kommen da ran. In die Pixies. Und da ist das Problem. Entweder riskiere ich's oder ich lasse es. Run away! Na, komm, da retreaten wir lieber. Weil das Gute ist übrigens, wenn ihr retreatet, das ist echt gut, das passiert, können wir es hier gerade sehen, das ist. Gott, das hören sie die Scheiße aus. Gott! Wieso sind da manchmal so hässliche Helden da drin? So, und jetzt können wir in aller Ruhe weiter aufräumen gehen, nachdem ich jetzt diesen kleinen Fail hatte. Aber auch das ist nicht schlecht, weil dann kann man schon mal ein paar Dinge zeigen. Ein taktischer Rückzug. Genau. Nichts, worüber man sich schämen sollte. Ne, taktischer Rückzug finde ich jetzt gar nicht mehr schön, weil lieber behalte ich meine Einheiten. Magox. Magox ist ja noch ein bisschen böse. Ich würde sie schon schaffen, aber die Verluste ist. Die sind halt zu hoch. Für meinen Geschmack zu hoch. Sag ich da. Ist ein Unterschied, ob sie für meinen Geschmack zu hoch sind oder ob sie zu hoch sind. So. Und dann. Ich bin egal. Auch gut, wenn sowas mal passiert. Ajo! Nee, also auf jeden Fall. Also guck mal, Reddy, jetzt frage ich dich erstmal, was können wir denn so in nächster Zeit so für Projekte eigentlich erwarten? So, was können wir an Uploads erwarten? Auf jeden Fall, wenn es klappt, natürlich Conker. Wenn es klappt. F-Zero wird natürlich weitergemacht. Ich meine, das Spiel ist geil. Aber ich werde auch mit dir, ja, du bist auch wieder dann, werden wir ein langjähriges, eigentlich fast schon über ein jahrheriges Projekt wieder aufnehmen. Oh ja. Wenn du ein bisschen zurückdenkst, was fällt denn dir so ein? Kazumi Ninja. Ach du Scheiße, was soll ich wissen? The Other Warrior? Nein. Shinobi 3? Hilfe? Also, was definitiv nicht ist, ist Mega Man. Das ist klar, das kann nicht sein. Okay, dann halt nicht. Natürlich wird das Mega. Doch, das wird Mega Man sein. Und zwar ach, haben wir. Ah, wieso komme ich nicht drauf? Das war doch so. Ach, ich vergesse was manchmal. Weißt du, damals. Ja, haben wir angefangen mit Mega Man 2, weil ich Mega Man 1 nicht spielen wollte, weil es immer noch zu schwer ist. Mega Man 2 haben wir durchgespielt, mein Lieblings-Mega Man übrigens. Neben Mega Man X6, eigentlich sind beide meine Lieblings-Teile. Mega Man X6? Mega Man 2 und Mega Man 6. X5. 6. Ach, du meinst jetzt von der alten NES-Reihe. Ich hab X gesagt, das hat mich so verwirrt. Kann passieren. Und zwar ja, die alte Mega Man-Reihe werde ich wieder aufleben lassen. Und zwar werden wir demnächst, vielleicht sogar heute schon, ich weiß es nicht, Mega Man 4 spielen. Es kommt drauf an, ob wir das erst aufnehmen oder ob wir erst dein F-Zero aufnehmen. Oder das F-Zero, je nachdem. Vielleicht werden wir sogar unsere Gesichter zeigen, vielleicht auch nicht. Wir haben ja unser Jubiläum irgendwie vergessen. Ja, dann machen wir ein extra Video. Ein nachträgliches Jubiläumsvideo. Und nein, wir werden nicht nackt tanzen. Und das noch auf einem Pogo-Stick mit einer Unterhose auf dem Kopf und einer roten Clownsnase. Das soll kommt ich dann erst, rumrollen, ich bin ein Döner? Das kommt erst, wenn wir 500.000 Abonnenten jeweils haben. Ach, dann kann man darüber auch reden. Aber sonst davor würde ich es nicht machen. Ich wollte gerade sagen, was für ein Zeckel ist denn hier? Hi. Waren das jetzt die abgegradet oder nicht? Das sind die.